Huhu, Leute, ich bin Flasher, willkommen zu Let's Play Bioshock. Wir sind auf dem Apollo Square, haben im letzten Video die Hestia Suites untersucht und sind hier heute zu den Artemis Suiten gegangen und wollen jetzt heute hier zu unserem Ziel, um endlich die zweite Dosis Versuch 192 zu bekommen, damit unsere Plasmide hier nicht mehr verrückt spielen. Und darum gehen wir jetzt hier auch mal hoch und gucken mal, was hier auf uns wartet. Erstmal nichts hier, schon mal sehr gut. Room for Rent, Zimmer zu vermieten. Hier haben wir auch nichts. Momentan ist alles frei. Hier haben wir Dr. Souchons freie Klinik, kostenlose Behandlung. Geil. Oh, bist du ein Faker? Das sollen wir jetzt hier abfackeln. Nee, ist er nicht. Sehr gut. So, des Weiteren werde ich das hier mal kaputt machen. Da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass wenn man die hier ja kaputt macht, dass dann ja Verbandspäckchen rauskommen. Das hatte ich irgendwie total vergessen. Naja, wir gehen jetzt mal hier in diese Klinik und wollen... Oh. So. Und wollen hier die zweite Dosis finden. Oh, scheiße. Was ist denn hier los, ey? Das hier sind ja überall Abwehrmaßnahmen gegen uns. Natürlich doof. So. Ich mache vielleicht keine panzerbrechende Munition mehr. Aber egal. Vielleicht hätte ich die ganze Kacke auch hacken sollen. Hier haben wir eine Genbank. Können wir momentan eh alles nicht benutzen. Hier kommen wir wieder nicht rein wahrscheinlich, oder? Nee. Okay. Wo laufe ich überhaupt gerade hin? Ich laufe gerade zum Ziel. Okay, dann gehe ich glaube ich erstmal in die andere Tür. Und guck was... Guck, was hier abgeht. So. Insektenschwarm. Okay. Ach du Scheiße, wie es hier aussieht. Aber der sieht wie ein Faker aus. Der hat nämlich sogar eine Waffe in der Hand, oder? Kann das sein, dass er eine Waffe in der Hand hat? Ich weiß es nicht. Aber wir schießen ihm einfach mal... Ne, der hat eine Waffe in der Hand, der ist ein Faker. Jo, war er echt. Hä? Obwohl ich dem in den Kopf geschossen hab, hat er das überlebt? Was ist denn hier los? So. Ich höre hier noch irgendwas, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Naja, jetzt haben wir hier wirklich alles umgebracht. Hat er das gesehen? Obwohl ich den in den Kopf geschossen hatte, hat er das überlebt. Vielleicht kann man diese Faker nicht direkt töten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kriegen wir hier noch Medical Expert 3, heile deine Verletzung mit einem Blablabla. Verbandskasten verleihen mehr, das heißt wir machen hier das mal für Medical Expert 2 rein. Sehr gut. So. Hier gibt es so viel zum Schmeißen. Hätte ich jetzt Telekinese, wäre das alles gerade ein bisschen besser gelaufen. Aber egal, ich hätte sie auch zerschießen können. So gut, dann haben wir hier schon mal alles fertig. Dann gehen wir jetzt auch wirklich dahin, wo wir hin müssen, weil es geht mir jetzt voll auf den Sack, dass hier andauernd meine Plasmide gewechselt werden. Darum hier, Dr. Souchon. Oh. Was ist denn mit ihm los? Er hat irgendwas Großes in seinem Rücken. Das hier scheint auch wirklich Dr. Souchon zu sein. Und der ist irgendwie aufgespießt worden. Ach du Scheiße. Okay, ich frag mich, wer das war. Auf jeden Fall hat der es auf jeden Fall hinter sich. Also jetzt haben wir die Bestätigung. Dr. Souchon ist bereits tot. So, jetzt hören wir uns das hier noch an. Klinischer Versuch, Protector System Plasmid, Charge Nummer 255, Dr. Souchon, Kunde Ryan Industries. Ein sehr frustrierender Tag. Ich kriege die verdammten Big Daddies einfach nicht auf diese kleinen Göhren geprägt. Die Beschützerhaltung baut sich einfach nicht auf. Aber Souchon... Ja, hau ab! Vielleicht, wenn ich dieses genetische... Papa Souchon! Ja, weg da! Papa Souchon, Papa Souchon, Papa Souchon, Papa Souchon! Du dreckiges kleines Miststück! Ach so,
Jetzt wissen wir auch, was er in sich stecken hat und warum er tot ist. Das hier ist der Bohrer von dem Big Daddy, der hier in dem steckt. Wir haben jetzt gerade gehört, wie er versucht hat, die Big Daddies auf die Little Sisters anzusetzen. Dann hat es nicht so richtig gecheckt und als er das kleine Mädchen geschlagen hat, ist der Big Daddy sauer geworden. Also dann hat er es letztendlich doch noch rausgefunden, wie man diesen Beschützerinstinkt der Big Daddies startet oder auslöst, indem man den Little Sisters etwas antut. Ja, und dann hat er jetzt hier den Bohrer im Rücken. Tja, schade. Naja, hier haben wir auf jeden Fall die zweite Dosis Versuch 192. Darum werden wir es jetzt auch mal hier essen, trinken. Und jetzt dürften wir auch wieder alle unsere Plasmide benutzen können. Du bist jetzt frei. Sushongs Drogen sollten keinen Einfluss mehr auf dich haben. Nimm die Tauchkugel zum Point Prometheus. Es wird Zeit, dass diese Angelegenheit ein Ende findet. Na, endlich. Jetzt können wir endlich nicht mehr manipuliert werden. Alle unsere Gehirnmanipulationen sind jetzt weg. Wir können jetzt, glaube ich, auch wieder alle unsere Plasmide benutzen. Genau, sehr gut. Das ist top. Und darum können wir jetzt auch endlich zum Point Prometheus, wie es Tenenbaum so schön gesagt hat. Und... Oh, oh. Oh, jetzt sind hier auf einmal überall Gegner, oder was? Hehehe. Er sah so ein bisschen aus wie Freddy Krüger mit seinem Hut. Naja. Oh. Ach du Scheiße, da ist jetzt hier ein Turret und ein Sicherheitsboot. Ach so, wegen dem Typen hier. Das heißt, den muss ich ganz schnell erledigen. So. Genau. Ey. Aua. Wieso ist denn das Ding jetzt kaputt gegangen? So eine Kacke. Naja, ich muss jetzt auch dieses Turret da ausschalten, was da ist. Oder wir machen es einfach so. Wir können ja jetzt wieder unseren Electro-Bolt benutzen und somit auch jetzt wieder die Gegner hier stunnen und auch die Turrets stunnen. So, was haben wir jetzt noch nicht? Ich glaube, wir haben noch nicht die oberste Etage. Das heißt, die werden wir jetzt noch erforschen, auch wenn wir jetzt eigentlich schon zu Point Prometheus könnten und müssten, weil es da weitergeht, werde ich hier trotzdem noch die obere Etage erforschen. Denn wir wollen ja hier wirklich alles sehen. Oh, scheiße. Wo ist sogar ein RPG-Turret? Ach du Scheiße. War extrem ausgewichen hier, der Rakete. Jetzt lasse ich einfach das RPG-Turret hier die Leute erledigen. Sehr gut. Den Lead-Hit-Splicer warten wir auch noch. Das sind sogar mehrere. Dann warten wir einfach mal, bis der Kampf hier zu Ende ist. Das RPG-Turret dürfte die hier alle ohne Probleme kaputt machen. Irgendwas hat hier gerade auf mich geschossen. Hier schießt auch noch irgendein MG-Turret. Gut, jetzt sind aber, glaube ich, wirklich alle tot. Schießt es noch? Ne, jetzt ist der Kampf zu Ende. Sehr gut. Hier ist also nichts mehr. Warte mal, können wir hier uns hier durchhüpfen? Ne, irgendwie geht es hier nicht weiter. Hier ist wie eine unsichtbare Wand. Hier können wir nicht weiter. Das ist schade. Naja, okay, gut. Gehen wir wieder raus. Und dann gehen wir jetzt mal in die Tür. Wir suchen hier vorher noch die Leichen. Zum Glück haben wir das RPG-Turret gehackt gehabt. Das hat uns jetzt hier echt gut geholfen im Kampf gegen diese Arschgeigen. So, hier sind aber noch mehr. Aber wo? Sogar ein Elektrosplicer, so wie sie es anhört, ja. Zack. Sehr gut. So. Die Elektrosplicer sind wirklich nervig, dass man die nicht schocken kann, weil die halt blitzimmun sind. Naja. Was willst du machen? So. Destilliertes Wasser ist alles sehr gut. Können wir gut gebrauchen, denn wir müssen uns dann auch früher oder später mal wieder um ein bisschen Elektromunition für den Chemowerfer kümmern. Denn ich weiß, im nächsten Level im Point Prometheus sind, glaube ich, sogar drei Little Sisters zu finden. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich weiß es nicht, 100 Pro. Wo sind wir hier? Hier ist es... Achso, ich dachte... Was sind das hier für Geräusche? Da kriegt man ja Angst bei, ey. Krass. Also hier ist es irgendwie rot. Wir können fast denken, das ist das Rotlichtmilieubad. Achso, das ist eine Dunkelzelle. Ah, okay. So ein Raum, wo Fotos gemacht werden.
Jeder, der von euch Saw 1, den Film Saw 1 gesehen hat, der sollte hier so etwas kennen. So ein Dunkelraum, wo die Fotos zum Entwickeln aufgehangen werden. Benutzt natürlich heutzutage kaum noch einer in Zeiten von Digicams, aber wer noch eine Spiegelreflexkamera besitzt, der wird das kennen. So, eine analoge Spiegelreflexkamera. So, das hacken wir hier mal, ist sehr schwer zu hacken, also machen wir Auto-Hacker. Gucken wir mal, was drin ist. Geld, oh, Kontaktminen. Oh, haben wir aber voll, okay, interessant. Gut, dann sind wir hier auch fertig, Leute. Dann können wir uns jetzt hier wirklich endlich verpissen. Was schießt hier eigentlich die ganze Zeit? Achso, mein Turret ballert da die Leadheadsplicer tot. Das ist natürlich Optimopti, Leute. Sehr gut. So, dann gehen wir jetzt hier runter. Also, warte mal, war hier nicht noch irgendwas? Achso, das wäre noch höher. Okay, noch höher können wir aber gar nicht, oder? Ne, ich habe jetzt hier wirklich alles klar. Dann gehen wir jetzt zu Point Prometheus. Oder zumindest... Ne, ganz gehen wir da noch nicht hin, aber... Hier geht's zumindest... Mann, hier. Geh mir aus den Augen. So. Denn ich will erst noch... woanders hin. Zack. So. Tötet jetzt noch. Der war doch schon tot. Naja, egal. Ihr seht, es sind jetzt hier auch auf dem Rückweg ziemlich viele Gegner neu gespawnt. Aber egal, die werden uns nicht aufhalten. Wie still. Da kommt der nächste, ey. Meine. So. Immer schön in den Kopf schießen, um Munition zu sparen. Wo muss ich jetzt überhaupt hin, um wieder zurückzukommen? Hier richtig? Hier ist hier? Ich weiß es doch gar nicht. Ja doch, hier sieht es richtig aus. Sehr gut. So. Ich weiß jetzt nicht, ob... Nee, die hätte ich alle schon erledigt. Naja, sehr gut. So, wie kommen... Sind wir hier richtig? Ja. Ich weiß das schon alles gar nicht mehr. Naja, egal. Hier ist auf jeden Fall alles tot. Richtig schön tot. Oh, ich höre schon wieder ganz viele Gegner. Machen wir diese Macht fertig. Mit einer Überraschung. So, schön daneben geschossen. Aber das war's schon für die beiden. Hehehe. Ah ne, der lebt noch. Geht ab. Ich will bloß nicht den Big Daddy anschießen, ey. Muss ich aufpassen. Okay, da muss ich jetzt snipern. Wow. Oh, der hat sich gerade geheilt, die Sau. Der war wieder voll. Ah, der hat hier das Medipack, die Medistation benutzt, um sich wieder voll zu heilen. So, war hier nicht gerade noch eine Frau, die ich weggewichst habe? Naja, egal. So, wir gehen jetzt aber erstmal, bevor wir zu Point Prometheus gehen, wir gehen zwar zur Tauchstation, aber wir gehen noch nicht in dieses Level. Aber wie ich das meine, werdet ihr gleich sehen. Ach du Scheiße. So, direkt das erste Turret zerstört. Ist der blitzimmun, der Typ hier? Ja, natürlich. Schön daneben geballert. Schon wieder daneben geballert, ey, was soll's. So. Wenn man nicht präzise schießen kann und so ein Noob ist wie ich, dann muss man halt das Ganze ein bisschen mehr Durchschlagskraft machen. Kann ich jetzt hier wieder meine Pfeile aufsammeln? Ja, einen konnte ich wieder aufsammeln, den zweiten finde ich gerade nicht. Naja, egal. So. Okay, Fontaine war ein kleines bisschen sauer, dass wir den Bann gebrochen haben mit diesen beiden Gegengiften, die wir gefunden hatten. Aber jetzt hat er auch gesagt, kommt zum Point Prometheus. Und dann kommt es zu einem Kampf Mann gegen Mann. Fontaine gegen Jack. Oh.
Ja, dachte ich wohl, wa? Rennt der lang, ist der blöd? Naja. So. Genau. So, hier nochmal alles einsammeln, sehr schön, so. Und dann können wir hier endlich wieder entscheiden, und zwar gehen wir jetzt zu Fort Frolic. Wer sich vielleicht noch erinnert, wir haben im Level davor, glaube ich, vor Apollo Square, oder war es hier auf Apollo Square? Ich glaube vor Apollo Square, genau, in Olympic Heights, als wir in dem Level waren, haben wir Sander Cohens Apartment und Sander Cohen gefunden, ihn da getötet und sind dort an Sander Cohens Schlüssel gekommen. Und mit diesem Schlüssel können wir jetzt hier natürlich in Fort Frolic von damals, falls ihr euch noch erinnert, seine Kiste öffnen. War das hier schon immer so voll mit dem Scheiß? Wo muss ich denn hin? Ah, jetzt erst wieder hier durchblicken, ey, in dem Level. Naja. Der Schmuggler ist der Freund des Komm ich denn jetzt hier durch? Es ist ihre Pflicht, den Schmuggler zu melden. Fuck. Das war vielleicht nicht die schlauste Idee. Ach, was mache ich denn? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe Schnellspeichern gemacht. Toll. Das wollte ich eigentlich nicht. Gut, es war vielleicht nicht die schlauste Idee, eine Explosivkiste in den Strom da zu halten. Aber gut, jetzt seht ihr auch, dass hier die, das hier leuchtet und wir können das jetzt hier öffnen und kommen so an die Kiste, an die wir auch schon damals gekommen wären, wenn wir Sander Cohen getötet hätten. Allerdings wären wir dann halt nicht zu dem Upgrade-Automaten in seinem Apartment gekommen. So, und hier drin haben wir Geld, Brandbolzen und Spider-Splicer-Organ. Und ihr seht, es ist nichts wirklich hier drin, was sich wirklich lohnen würde. Das heißt, wenn ihr hier in Fort Frolic seid, ihr müsst nicht unbedingt Sander Cohen töten, um an diese Kiste zu kommen, weil so tolle Sachen sind hier gar nicht drin. So, jetzt will ich aber mal eine Sache ausprobieren. Ich speichere nochmal eben schnell hier auf eine neue Speicherdatei. Ich will nämlich was ausprobieren. Wir nehmen jetzt mal hier Abfackeln. So. Hä? Okay. Hey, okay, schon gut. Alles klar. Hat sich erledigt. Mein Bedenken. Ich hatte nämlich mal kurz zur Erklärung gelesen, dass man diesen Schlüssel, den man hier braucht, um das zu öffnen, dass man den später in den Olympic Heights nicht mehr bekommt. Das heißt, ich hatte gelesen, dass man den nur bekommen kann, wenn man Sander Cohen hier tötet. Und wenn man wenn man ihn überleben lässt, dann kommt man halt, gibt es keine Möglichkeit, an diesen Schlüssel zu kommen, weil er den halt in Olympic Heights nicht mehr droppt. Und dann muss man hier zurück nach Fort Frolic gehen und da gab es einen Bug, dass wenn man sein Meisterwerk, das hier, dass wenn man das anzündet mit Abfackeln, dass er dann komischerweise doch nochmal spawnt und einen angreift. Und dann kommt man hier auch an den Schlüssel. Aber wahrscheinlich wurde das jetzt hier wieder weggemacht. Ich habe ja dann hier anscheinend die Version, wo man den Schlüssel auch in den Olympic Heights kriegen kann und dann spawnt er hier nicht mehr neu, wenn man das Meisterwerk anzündet. Alles klar. Okay, gut. Dann haben wir das hier auch abgegessen und dann kommen wir jetzt zurück. Ich werde hier aber erst nochmal am Zirkus der Werte einkaufen. Okay, werde ich nicht. Da gibt es nämlich keine Bolzen. Ich wollte eigentlich Bolzen einkaufen. Können wir jetzt leider nicht. So, und ich werde jetzt hier zur Metro gehen. Und dann werden wir zu Point Prometheus fahren. Oh ja, genau. Hier muss ich nicht mal nachladen. So. Und dann werden wir auch möglichst schnell hier irgendwie ein Gatherer's Garden erstmal wieder aufsuchen und auch ein Zirkus der Werte oder Ammo Bandito, um unsere Munition hier ein bisschen wieder aufzufüllen, die ja langsam zu Neige geht. So. Wir dürfen jetzt gleich da sein, genau, und jetzt hören wir uns erstmal wieder an, was die Leute hier zu sagen haben im Point Prometheus. Wer denn für einer? Ach du Scheiße. Okay.
Das war gerade Frank Fontaine, so wie es aussieht, hat uns eine Brandbombe vor die Füße geworfen und er hat dieses riesengroße Ding hier, dieses riesengroße große Kette-Ding, diese Statue, hat er einfach mal eben so hochgehoben und weggeschmissen. Das heißt, ihr seht schon, der ist ein bisschen sehr vollgepumpt mit Adam und der ist saustark geworden dadurch. Er ist jetzt vor uns weggerannt. Und wir müssen ihn jetzt verfolgen hier in diesem Level. Das werde ich jetzt heute aber nicht mehr machen. Meine Zeit ist zu Ende. Ich denke, hier ist ein sehr guter Punkt, um Pause zu machen. Ich verabschiede mich und wir sehen uns dann übermorgen wieder mit Let's Play Bioshock und dem vor dem Endboss, dem vorletzten Level. Ciao, Leute.